Hallo Leute, ein neues Set von Tsingbao und zwar aus der Dreamcar-Serie, der Galon, also G-A-L-L-O-N. XB-03009 ist die Nummer und 859 Teile hat es. Ich hatte ja schon einen gelben Flitzer gebaut, den seht ihr hier, glaube ich, noch, ja, seht ihr hier ein bisschen am Rand da. Und den Oldtimer, beide super Autos. Jetzt bin ich gespannt auf das nächste. Ich hoffe, ihr auch. Wir gucken uns mal die Verpackung an. Hier auf der Seite haben wir nochmal eine Seitenansicht mit aufgeklappter Motorhaube. Auf der Seite nichts weiter außer die Felge. Und hier ist nochmal der Innenraum abgebildet. Auf der Rückseite ist nichts. Das ist bei Tsingbao ja oft so, dass auf der Rückseite nichts ist. Jo, ist noch in Folie verpackt. Das muss mir einmal gekauft habe ich es übrigens hier bei Klemmshop. Seht ihr hier schon? Ich verlinke euch das unten rein. Da findet ihr den, wenn er euch auch interessiert, schön im Karton. Und nicht aus China, nur in der Plastiktüte. Es ist ein bisschen laut gerade, Entschuldigung. So. Plastik kommt weg. Ja, das war ziemlich laut, wenn ich die Ausschläge in meinem Programm sehe. Ist das schon heftig gewesen. Ich versuche das vielleicht ein bisschen runter zu regeln, muss ich mal gucken. So, ja, ich verschiebe hier alles gerade. Machen wir mal auf. Und ja, Deckel weg. Und dann mache ich eine kleine Unterbrechung, um sicher zu gehen, dass meine Kamera nicht abstürzt. Das habe ich manchmal. Und dann bis gleich. So, weiter geht's. Ich habe euch mal ein bisschen höher gestellt, dass ihr von oben drauf gucken könnt. Wir drehen den Karton einmal um. So kommt er bei euch an. Schickes Design, finde ich. Muss zwar nicht sein mit dieser extra Verpackung drin, aber es sieht gut aus. Das muss man ganz klar mal sagen. Hier haben wir die Bauanleitung. Nochmal so das gleiche drauf wie auch auf der Außenverpackung. Hier auch ein Designernamen. Gucken wir gleich mal rein. Genau, hier steht Munir Abu Jaba oder Firas Munir Abu Jaba. Aus Jordanien ist der Designer. Ein bisschen was hier noch beschrieben, was er auch noch gemacht hat. Und dann geht das los. Wir haben die Tüten 1. Scheint schon ein bisschen älteres Set, weil den ganz neuen geben sie hier an, wie viele Tüten der Schritt 1 hat. Und dann baut sich das so auf, wie man das von Tsingbao eigentlich schon kennt, aus vielen diversen Bauanleitungen, die ich gezeigt habe. Wir haben insgesamt 130 Seiten mit 4 Bauabschnitten. Anscheinend auch ein Aufkleber. 24 Schritte zum Schluss in dem vierten Schritt. Auf Seite 131 ist er dann fertig. Gut, dann müssen wir jetzt die Pappe hier auch noch rausnehmen und dann haben wir hier die Tüten. Ja, anscheinend nur ein Aufkleber, wie ihr seht. Das ist schon mal gut. Ich würde jetzt die Tüten von Schritt 1 einmal aufmachen, auf meine Döschen verteilen und dann fange ich an zu bauen und sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir haben 4 Tüten gehabt im Bauabschnitt 1. Einen mit Platten und größeren Teilen. Dann einen, der hier so ein paar Teile hat, die kleineren noch. Und dann nochmal so mittelgroße. Wir haben die ersten 3 Schritte gebaut, die ersten 4, Entschuldigung. Und haben jetzt mit dem Unterboden angefangen. Hier, die war so ein bisschen widerständig. Die, wenn ihr hier seht, ein kleiner Spalt ist hier noch. Weil das ist noch ein bisschen krumm am Anfang und deswegen, aber ich denke mal, das rückt sich alles so hin. Ansonsten ist die Qualität gut, also lässt sich toll verbauen, wieder wie immer. Und ja, da kann man jetzt schon mal, ich weiß nicht, wie viel da jetzt noch dran kommt, dass dann die auch Größe auch wert, vielleicht nach vorne, hinten ein bisschen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie ihr seht, es bietet sich eben hier noch so ein bisschen auf, aber wenn wir das überbaut haben, ist das gar kein Problem mehr. Dann machen wir jetzt weiter mit Schritt 5 und dann bis gleich. So, bis Schritt 8 haben wir gebaut und wir haben einfach am Unterboden weiter stabilisiert. Also wie ihr seht, ist hier schon die dritte Schicht drüber gekommen. Das ist schon wieder äußerst stabil. Ja, wenn ihr seht, da fällt nichts mehr auseinander. Das muss man echt sagen. Gute Qualität, also oder Klemmkraft ist gut, Stabilität ist gut. Schöner Unterbau. Und dann geht es weiter mit Schritt 9. Und ja, sehr viel mehr gibt es nicht zu sagen. Die ersten Teile, die normalen Bricks hier, die 1x8er verbaut, ein 1x2er, hier auch nochmal ein 1x8er. Ansonsten sind es bisher, außer hier die beiden 1x2er, alles Plates. In verschiedenen Größen oder wie auch immer.
Bis gleich. So, Schritt 12 haben wir gebaut und wir haben hauptsächlich hier an der Front gebaut. Hier haben wir hier diese Schrägen angebaut, wie ihr seht. Und hier Gallon, das ist eine bedruckte Schrägfliese. Also nicht nur Aufkleber, sondern auch bedruckte Sachen. Da könnt ihr das vielleicht nochmal besser sehen. Und ansonsten haben wir hier hinten noch ein bisschen höher gebaut. Hier was zwischen. Und das war es im Grunde genommen auch schon wieder bis in den letzten vier Schritten. Ich würde dann jetzt mit Schritt 13 weitermachen. Und dann bis gleich. So, jetzt sind wir bei Schritt 16. Und wir haben, wie ihr seht, hier gefliest. Hier einen großen 8x2 eingebaut. Hier schon ein bisschen was für das Armaturenbrett vorbereitet, würde ich mal sagen. Da kommen die Sitze, würde ich mal sagen, drauf. Und ja, es wird immer stabiler, weil wir haben jetzt schon wieder mehrere Platten verbaut. Also, ich glaube, das hier ist jetzt schon Schicht 5 oder so. Ja, müsste so sein. Also, ja, kann man nicht meckern über die Stabilität. Alles super. Weiter geht's mit Schritt 18. Da sind jetzt mehrere Unterschritte. Da kommen jetzt die Achsen dran und so weiter. Und dann bis gleich. So, bis Schritt 20 haben wir gebaut. Und wie ihr seht, haben wir hier wieder was draufgepackt. Hier sind jetzt die Achsen. Die sind, wie ihr seht, verbunden miteinander hier über so eine Technik Bricks. Dann haben wir das hier oben drauf schon abgesichert, dass da nichts mehr wackelt. Die beiden Technik Bricks, die sind sozusagen miteinander geklickt mit Verbindern an denen ran und hängen in der Luft. Hält aber alles bombenfest. Und so langsam nähern wir uns dem Ende. Ne, wie ihr seht, so viele Teile sind da nicht mehr. Aber ich denke mal, so ein, zwei Unterbrechungen wird es bestimmt noch geben in Bauabschnitt 1. Und dann machen wir jetzt schnell weiter mit Schritt 21. Schritt 24 ist erreicht und wir haben hier weitergebaut. Ich denke mal, das sollen die Sitzunterflächen sein. Wäre jetzt meine Vermutung. Hier hinten haben wir noch ein bisschen überbaut. Hier vorne haben wir weitergebaut. Also hier an der Seite haben wir so ein bisschen reingebaut, den Einstieg oder wie auch immer, gefliest. Ja, also lässt sich weiterhin sehr gut verbauen. Alles super. Jetzt kommt noch die restlichen Steine, dann nochmal eine Unterbrechung, dann sind wir schon am Bauabschnitt 2. Bis gleich. So, Bauabschnitt 1 ist fertig. Was haben wir noch erbaut? Wir haben hier noch das Armaturenbrett dran gebaut, das Steuerrad oder Lenkrad ist nicht drehbar. Das ist mit einem Technikpin verbunden, also mit so einem Kreuzpin, wie man ihn nennt. Hier soll wohl die Hupe drauf sein. Das ist so ein breites Teil. Hm, ja, okay. Dann noch ein paar Armaturen und das war's. Wir haben hier eine Schrägung angebaut. Und hier auf der Seite auch nochmal zwei Schrägen da und da. Und in Bauabschnitt 2 haben wir jetzt wieder vier Tüten. Wieder eine, die ziemlich voll ist. Und dann welche wieder mit kleineren Teilen und so weiter. Also wie vorher, genauso viele Tüten, gleiche Aufteilung. Und dann geht es jetzt los mit Schritt 1 in Bauabschnitt 2. So, Schritt 2, Entschuldigung, 4 haben wir gebaut. Wir haben jetzt hier dieses nochmal am Armaturenbrett angebracht. Das ist so ein Gelenk mit einem Hebel dran. Und hier haben wir gefliest. Und dann hier noch schon mal ein bisschen weiter aufgebaut. Hier hinten haben wir ein bisschen was noch draufgesetzt. Entwickelt sich also weiter. Und bis jetzt sieht das auch ziemlich gut aus, finde ich alles. Machen wir weiter schnell. Falls ihr im Hintergrund irgendwie Geräusche hört, die bauen hier gegenüber ein Gerüst auf. Das ist ein bisschen laut. Und also nicht wundern. Bis dann. So, bis zum Teil Schritt 2.9 haben wir gebaut. Aber erstmal vorher, was wir gemacht haben. Wir haben hier ein bisschen höher gebaut, hier noch eine Schrägung draufgesetzt. Oder hatten wir das schon gezeigt? Doch, ich glaube schon, hier ist ja fertig. Das gleiche fangen wir jetzt hier auch an, hier eine Schrägung. Die beiden C-Clamps. Hier haben wir nochmal überfließt. Und jetzt haben wir die beiden Rücklehnen, Sitzrücklehnen gebaut. Die sehen so aus. Hier sind so zwei solche Technikteile, dass man die auch klappen kann. Und ja, machen einen ganz stabilen Eindruck. Kommen jetzt im Grunde genommen hier hin. Da muss man nur einmal, dass man an der richtigen Stelle drückt. Da ist noch auf der Seite noch nicht ganz fest. So. Und dann kann man die so, wie ihr seht, klappen. Und dann sehen die Sitze jetzt auch aus wie ein Sitz. Der kommt dann auch nochmal auf diese Seite hier. So, das ging ein bisschen besser. Ja, okay. Und dann
haben wir die Sitze fertig. Man kann die jetzt schon mal erkennen. Auto, auf jeden Fall. Und dann geht es weiter mit Schritt 2.10. Bis 2.14 haben wir gebaut. Und wir haben jetzt hier schon mal so einen Dachansatz rüber gebaut. Hier haben wir jetzt auch alles fertiggestellt. Sieht es auf beiden Seiten gleich aus. So wie hier die zweite Achse haben wir angebracht, wieder mit zwei Techniksteinen, wieder in der Mitte verbunden. Und ja, im Grunde genommen war es das in den letzten vier Schritten. Aber es entwickelt sich. Lässt sich toll bauen bisher. Sieht gut aus. Weiter geht's. So, bis 2.20 habe ich gebaut, also ein bisschen weiter. Und wir haben uns hauptsächlich hier mit dem hinteren Teil beschäftigt. Wir haben hier überall aufgebaut. Die Achse hatte ich ja letztes Mal schon gezeigt. Dann haben wir dieses ganze Teil hier hinten rangehängt. Hier mit so zwei Motorenblöcken meistens als Auspuffrohre. Finde ich auch ganz witzig. So sieht die Konstruktion von unten aus zurzeit. Und ja, sehr viel mehr gibt es nicht zu sagen. Mehr ist auch nicht passiert in den letzten Schritten. Hier waren viele kleine Teile verbaut worden. Und dann mache ich jetzt weiter. So, wir sind mit Bauschnitt 2 fertig. Wir haben nur noch hier hinten weitergebaut. Wir haben hier noch Plates über Plates rübergebaut. Hier noch ein Schrägteil dazwischen. Hier die Zahnräder drauf. Und dann hier oben diesen Motorblock so ein bisschen angedeutet. Wahnsinn. Also was wir hier wieder an Plates draufgepackt haben, die gehen auch teilweise richtig schwer aufeinander, weil man dann eine Riesenplate auf eine andere setzt. Und er hat hinten jetzt auf jeden Fall ein Ungleichgewicht bekommen, wie ihr seht. Ja, aber dadurch ist er mega stabil, das muss man ganz klar sagen. Ich habe die nächsten vier Tüten verteilt, Bauabschnitt 3, wieder vier Tüten, wieder die gleiche Aufteilung, größere Teile, so mittlere, kleine, mittlere und die ganz kleinen Teile. Dann würde ich jetzt weitermachen mit Bauabschnitt 3 und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bis Schritt 3, 4 haben wir gebaut. Fangen wir einmal hier hinten an. Da haben wir jetzt das hier eingesetzt. Hier die beiden Schrägteile. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, was war denn bei 3.1. Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ne? Einen Moment. Ja, genau. Da haben wir jetzt noch hier diese Teile hier angesetzt. Hinter dem, was wir schon letztes Mal angebracht hatten. Und diese Teile hier an beiden Seiten, die sind auch hier, wie ihr seht, an so einem Gelenk beweglich, sollen aber so eingerückt sein, so dass wir dann wahrscheinlich diese stromlinienförmige Form hinbekommen. Ja, also bis jetzt gefällt mir alles gut. Machen wir weiter mit 3.5. Bis gleich. Bis 3.8 habe ich gebaut. Und ja, also wir haben jetzt hier schon mal den Kotflügel hinten gebaut mit so einem Bogen. Hier haben wir vorgebaut, hier noch eine C-Clamp dran. Dann haben wir hier noch zwei solche Art Spoiler, die wir auch ablenken können. Der hier, das Gelenkteil, das hält mal wieder nicht. Das hatte ich schon mal beim Sync-Bauset, dass die teilweise nicht so gut halten, wenn man sie umklickt. Dann haben wir hier weitergebaut. Hier haben wir so Schräge raufgesetzt. Ja, entwickelt sich sozusagen langsam. Und dann geht es jetzt weiter mit Schritt 3.9. Schritt 3.12 ist erreicht. Und wir haben jetzt auch den zweiten Kotflügel fertig gemacht. Hier haben wir alles überfließt. Hier unten auch angebaut. Und hier rüber gefließt. Zugemacht, sodass jetzt schon eine ziemlich kompakte Geschichte ist. Wie ihr seht, da, ich kann das auch hier an den Kotflügeln rumschwenken und hochheben. Da fällt nichts ab. Das ist fest. Das Einzige, was los ist, sind diese Gelenke hier unten. Die sind jetzt nicht ganz so. Ich sehe auch gerade, die sind falsch rum. Interessant. So rum müssen die natürlich. Warte mal, ich zeige euch das gleich, wenn ich sie angebracht habe. So. Und. So. Die Flügel müssen natürlich so schräg und nicht andersrum. Ich hatte sie eben andersrum. Genau. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die noch überbaut werden, dann halten sie natürlich besser. Aber hier seht ihr schon, das rutscht immer raus. Also das ist so der Schwachpunkt. Da muss man sonst ein anderes Teil aus dem Bestand einsetzen oder wie auch immer. Gut, dann geht es jetzt weiter mit 3.13. So, bis Schritt 3.20 haben wir gebaut. Also ein bisschen weiter. Aber es hat sich nicht gelohnt zu unterbrechen. Wir haben jetzt hier alles überfließt. Man sieht, dass die Fliesen so teilweise so mini
Mikrokratzer drauf haben, deswegen so ein bisschen matt sind. Trotz Karton, trotz Tüte. Aber es ist einfach der Transportweg, der lange, denke ich mal. Also diese hier ist besonders schlimm. Keine Ahnung, ob man das sehen kann. Ja. Dann haben wir hier eben, wie gesagt, alles zugebaut. Hier Schrägteil daran. Und so sieht das schon mal ziemlich kompakt aus hinten jetzt. Und jetzt kommt das Dach dran. Wir bauen uns also von hinten nach vorne langsam durch. Und dann sehen wir uns weiter bei Schritt 1, 1, 3, 21. Mache ich jetzt weiter so rum. So, jetzt sind wir bei Schritt 3, 22, 6 durch. Amy ist auch wieder da. Na, Amy, ist noch ein bisschen mucksch mit mir. Oder wie auch immer. Ich war ja im Urlaub und sie war nicht zu Hause. Musste sie jetzt wieder in den Kasten. Wäre, glaube ich, auch gerne da geblieben bei meinen Eltern, wie im Hotel, ne, Amy? Insofern zuckelt sie jetzt wieder ab. Müssen wir auf sie verzichten. Ja, so ganz zufrieden ist sie noch nicht. Okay, was haben wir gemacht? Wir haben hier das Dach gebaut. Das ist ja so eine Konstruktion mit Gelenken. Also hier hinten an der Nuppe einmal fest, dann schwebt das hier im Grunde genommen. Und das hier ist dann hier vorne festgemacht worden. Wenn man das sehen kann, ja, kann man. So dass dann so ein bisschen so Schrägkonstruktion entsteht. Jetzt haben wir in 6 Unterschritten diese Tür gebaut hier. So sieht die aus. Und die kommt jetzt im Grunde genommen hier drauf und boah, passt sich dann ein. So. Okay. Außenspiegel. Jetzt bauen wir die andere Tür auf der anderen Seite und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bis Schritt 4, 4. Na, nee, 4, 3 haben wir gebaut. Und ja, ich musste diese hier ein nach hinten versetzen. Die hatte ich irgendwie ein zu weit nach vorne gesetzt. Dann kam die mit der Fensterscheibe in Konflikt. Die haben wir gebaut. Leicht zerkratzt leider. Lässt sich aber nicht verändern. Und die können wir jetzt so runterklappen. Und dann haben wir fast eine Verbindung. Eigentlich sollen hier in die Ecke diese Teile hier rein. Die hier. Die sollen hier so zwischen, aber das passt nicht. Das ist zu breit. Also ich weiß nicht, wie Sie sich das vorgestellt haben, aber es passt auf jeden Fall nicht. Ich habe auch eben nochmal geguckt, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber ich kann nichts entdecken, was ich falsch gemacht habe. Diese Ziehklemmen, die soll da eigentlich drin klemmen. Ich muss mir das nochmal angucken. Das ist anscheinend nicht lang genug, was ich hier gemacht habe. Ja, okay. Da ist anscheinend ein kleiner Fehler. Das bessere ich mal aus und dann bis gleich. So, jetzt habe ich es verbessert. Jetzt passt auch alles. Ich hatte hier die nicht weit genug rübergesetzt und deswegen passt das nicht. Aber jetzt sind die Ecken dran, wie ihr seht, und die C-Clamps sind da genau drin. Hier ist auch alles schön. Dann haben wir hier noch ein bisschen raufgebaut, hier alles höher gebaut. Also auch wieder alles recht stabil und voll. So, gefällt mir weiterhin. Und dann machen wir jetzt auch schnell weiter. So viele Teile sind nicht mehr übrig. Aber es gibt auf jeden Fall noch eine Unterbrechung zwischendurch. So bis 4, 15, 5 haben wir gebaut. Und ja, wollte ich mal zeigen, wir haben jetzt hier noch mal ein bisschen gefliest und umbaut. Und hier, guck mal, da haben wir mit C-Clamps zwei Schwerter angebracht, so hier unten. Also da werden die Schwerter sozusagen so ein bisschen so als Chromteil missbraucht. Auch sehr witzig. Dann haben wir hier dieses Schrägteil angebracht, hier unten mit Scheinwerfern drin, denke ich mal. Das habe ich jetzt nochmal spiegelverkehrt gebaut. So sieht das aus. Und das kommt dann hier, warte, ich schiebe das mal ein bisschen weg, hier rein. So. Ein bisschen die richtige Stelle treffen. Drüben ging es mal wieder besser. In dem Moment, wo man es dann vorführt, klappt es nicht mehr. Das ist auch immer witzig. Interessant. Aber jetzt ist es drin. So. Okay. Ja, so sieht es dann von vorne aus schon mal. Ein Teil der Front. Eigentlich ganz gut gelungen, finde ich. Und dann geht es jetzt weiter mit Schritt 416. So, Schritt 420 ist erreicht. Und wir haben jetzt hier diese Schrägteile angebracht. Mit so zwei C-Clamps einfach reingeklemmt. Und dann haben wir diese Sachen hier rangebaut. Das ist im Endeffekt noch ein bisschen filigran. Das muss erst verbunden werden. Ja, sieht so von hinten aus.
Wir bauen jetzt so langsam den Kotflügel aus hier vorne. Als nächstes kommt jetzt hier dann noch alles drüber, die Motorhaube. Und dann nähern wir uns auch wirklich dem Ende. Also das ist jetzt auch die letzte Unterbrechung, dann ist er fertig. Weil es sind nur noch ein paar Schritte, ein paar Teile und das bringt dann auch nichts nochmal zu unterbrechen. Also sehen wir uns gleich mit dem fertigen Fahrzeug und dann, jo. So, und der Gallon ist fertig. Also was mir besonders gut gefällt, sind eigentlich die Felgen, muss ich sagen. So richtig schönen Chromfelgen. Also die gefallen mir sehr gut. Ja, wir haben hier Schläuche rumgelegt, das ging sogar einigermaßen gut. Und hier auch ein Schlauch rum. Der war ein bisschen widerspenstiger, aber jetzt hat er sich auch hingezockelt. Wir haben noch hier die Motorhaube oder Kofferraumhaube, wie auch immer, eingebaut. Kann man auch hochklappen. Hier ist jetzt eine Lücke. Das ist so bei der Bauweise. Dann haben wir hier hinten noch einen Aufkleber und da. Und das war es im Grunde genommen. Fertig ist er. So sieht er jetzt aus. Das hier ist ja der andere Sportwagen. Holen wir den auch noch mal ran. Der Yellow Lightning. Vergleich zum Gallon. Ja, welcher gefällt euch besser? Also mir persönlich gefällt der Yellow besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde ihn auch gut, aber irgendwie ist der Yellow noch ein bisschen schicker. So, hier ist so. Genau. Schreibt doch mal eure Meinung rein, welcher euch besser gefällt. Hat auf jeden Fall viel Spaß gebracht. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung zum Clamshop zum Beispiel, wo ich ihn her habe. Und ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch, über ein Abo von euch im Kommentar freuen. Alles zusammen auch, teilt gerne mein Video und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.